Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, das ist Kollege IC und ja, wir wollen jetzt nicht bei dem einsteigen oder bei denen, das sind ja gleich zwei. Wobei der hintere war kein ICE, das war definitiv einer von denen, wo wir eben einsteigen wollen. Denn ja, wir fahren jetzt mit der TGW-Linie die Strecke rückwärts, die wir gestern mit dem ICE gemacht haben. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist hier oder wie kriege ich hier einen TGW zu fassen, der ungefähr eben wirklich ja hier vorne rauskommt, hier unten. Da fährt ein ICE rein, genau, jetzt müssen wir einen haben in der Gegenrichtung, am besten, bevor da in die Röhre reinkommt. War der nicht eh gerade? Da ist er doch, Moment, den schnappen wir uns gleich mal. So, dann fahren wir nämlich jetzt in den Bahnhof rein und hinten wieder raus und dann haben wir die ganze Strecke vor uns. Hey. So, ich muss den Teil der Folge, oder ich habe einen Teil der Folge schon aufgenommen, dann ist mir das Spiel abgestürzt. Was für ein Elend. Ich hoffe jetzt, das funktioniert ohne Absturz. Wir werden es rausfinden. Ich weiß nicht, woran es lag. Irgendwas, ja, war da nicht so, wie es sein sollte. Guck mal, ein Rennvieh. Da haben wir es wieder. Das gute Stück. Der fährt halt bei den ICEs mit, weil er ein bisschen aussieht wie ein ICE. Deswegen haben wir den da doch noch mit drauf genommen. So, wir halten an hier in Heisenberg City. Und dann geht's nach. Das wird gleich stehen unten. Mal gucken, mal gucken. Na. Keine Ahnung, ob hier jemand mitfährt. Werden wir auch gleich wissen. Aber ich möchte jetzt erstmal rausfahren. Weißbach. Okay, Weißbach ICE-Station. Wir kommen. Ist ja dann nicht mal eine IC-Station, sondern einfach eine ICE-TGW-Rennvieh-Kombinationsstation. Oh, schön hier das Bild. Oh, herrlich. Ich mag das mit den Zack-Bäumen im Weg. Nein, mit den Häusern, die da links und rechts stehen, wenn die Züge durchfahren. Und jetzt geht's in unseren bewaldeten, neu bewaldeten Bereich. Da gab es einen schönen Kommentar dazu. Müsst ihr mal lesen, bei der Folge, wo wir diesen Wald gepflanzt haben. Da steht ein relativ längerer Kommentar von wegen, ja, dass hier die Gemeinde Heisenberg City einen Wald gepflanzt hat. A, für die Natur, B, damit diese Strecke ein bisschen lebendiger wirkt und so weiter. Wirklich schön geschrieben, müsst ihr mal gucken. Und lieber Kommentarschreiber, du hast noch geschrieben, dass du das gerne öfters machen würdest. Solche Kommentare, solche Artikel, gerne, herzlich gerne. Fühl dich, ja, gedrückt und fühl dich dazu berufen, solche Artikel zu schreiben, wenn du das möchtest. Herzlich gerne, ich finde die schön. Ich lese die auch sehr gerne, ganz klar. So, jetzt düsen wir aber mal weiter. Da kommt schon wieder einer entgegen. Sehr schön, das scheint auch relativ gut getaktet zu sein, weil, ja, wir werden wahrscheinlich öfters mal einen IC sehen, der auf der Gegenseite entgegenkommt. Wir werden dann aber gucken müssen, ob wir irgendwo Stau haben. Dann wäre es eben nicht ganz so gut getaktet, das Ganze. Werden wir rausfinden. Und jetzt ist ja meine vage Hoffnung, dass der Zug hier vielleicht die 300 eher erreicht als der IC, weil er ganz einfach eine andere Beschleunigung hat. Der Weg ist natürlich der gleiche, auch wenn er in die andere Richtung führt. Es geht um die Beschleunigung, die dieser Zug hat. Werden wir rausfinden. Da vorne sehen wir den Fernsehturm von Berlin. Das ist ein interessanter Sound. Ist das schon mal, den wir hier haben? Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht mal genau gesehen, in welchem Zug wir drin sitzen. Sollen wir mal ganz kurz aussteigen, damit wir das sehen? Ah, das ist der hier. Okay, das ist Kollege Schikansen. Zack, einmal durchrüsten und gleich wieder einsteigen. Wir haben 245, aber ich glaube, da vorne ist dann Feierabend langsam. Oder fahren wir hier dran vorbei? Ne, hier fahren wir dran vorbei. Das ist ja Berlin, der Hauptbahnhof von Berlin. Hier mit der Bushaltestelle. Wobei, das ist in dem Sinn keine Bushaltestelle, das ist ein Buszentrum eigentlich eher. 260. Na, mal gucken. Geht ja schön geradeaus. Das könnte durchaus passen, dass wir hier tatsächlich mal die 300 schaffen. 299 haben wir in der letzten Folge erreicht mit dem IC. Das sind aber halt nun einfach mal nicht 300. Deswegen, ja, bin ich jetzt hier ein bisschen pingelig. Ja, geht immer noch schön geradeaus. Wir müssen nur noch mal ein bisschen beschleunigen. Jetzt haben wir die 290. Da geht es ja übers Städtchen rüber. Ja, das könnte tatsächlich klappen. Ich möchte mich jetzt auch nicht völlig darauf versteifen, ob wir die 300 schaffen oder nicht. Aber wenn, 299. Wenn, dann wäre es ja schön. Na, na, jawohl, da haben wir sie. 300 Stundenkilometer. Wunderbar. Dann können wir das jetzt außer Acht lassen. Dann können wir jetzt nämlich die Strecke genießen.
und müssen nicht mehr dauernd gucken. Aber das ist schon ordentliches Tempo. Man sieht es an den Masten, die hier vorbeizischen. Das habe ich gestern auch schon gesagt bei der IC-Strecke. Also das Geschwindigkeitsgefühl, das ist schon relativ cool gemacht hier bei Transportfieber. So, wir haben die 300 relativ lange. Guckt euch das mal an. Ja, fitter als der IC offensichtlich, zumindest eben was die Beschleunigung angeht. Und jetzt muss er abbremsen, aber das war doch eine relativ lange Strecke, definitiv. So, dann geht es da vorne nach Weißbach rein, nehme ich an. Alles andere wäre merkwürdig, wenn hier unten Weißbach steht. Sollte da vorne auch Weißbach drin sein, sozusagen. Mal gucken, hier über diese kleine Behelfsautobahn rüber. Das ist keine richtige Autobahn eigentlich. Dann so eine Schnellstraße, aber sieht halt nach Autobahn aus. Und das führt mich dann eben dazu, dass wir demnächst auch mit dem Autobahnbau anfangen. Ganz klar. So, und hier der eingleisige Bahnhof. Hier noch ein alter Lastwagen. Cool, gefällt mir, wenn auch alte Fahrzeuge natürlich noch auf der Anlage unterwegs sind. Und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus in Sachen Stau, würde ich mal behaupten, weil hier wartet keiner da vorne. Das heißt, die sind relativ gut verteilt, die Züge. Und wir haben ja jetzt doch schon den einen oder anderen IC gesehen, der da an uns vorbeigedüst ist. Ich steige mal kurz aus, ich möchte gucken. 4 Leute, na immerhin. Also ist nicht so, dass das gar nicht funktionieren würde. Und das sieht hier doch relativ fett aus, wenn der hier in diesem eingleisigen Bahnhof drin steht. Hier mit dem Bahnübergang. Und jetzt hopsen wir natürlich wieder rein. Wir wollen mitdüsen. Ja, jetzt müssen wir aufs Tempo tatsächlich nicht mehr achten. Die 300, die haben wir. Cool. Wo geht's jetzt hin? Nach Espenhain. Okay. War das vorher nicht auch gerade Espenhain? Nein, das war diese ICE-Station, wo ich gesagt habe, eben, das wäre eigentlich eine ICE-TGW-Rennvieh-Station, wenn man es genau nimmt. Aber in Ordnung. Espenhain. Welches Städtchen war das gleich nochmal? Das ist, glaube ich, das Städtchen mit dem Kopfbahnhof, wo wir reindüsen und dann eigentlich wieder auf dem gleichen Gleis rauskommen und dann aber rechts fahren. Ja, ich glaube, war diese Stadt. So, schön, wir wieder beschleunigt. Also, lieber Zug, du musst uns jetzt nichts mehr beweisen, dass du die 300 schaffst. Haben wir gesehen. Das ist wunderbar. Ich möchte so einen auch in der Durchfahrt mal noch sehen, wenn er dann wirklich Tempo hat. Das machen wir aber, wenn wir dran denken, wenn wir dann hier einmal rundrum sind, dann stellen wir uns mal irgendwo hin und gucken, wie das aussieht, wenn der an uns vorbeidüst. So, schön. Hier mit der Brücke da hinten. Ich frage mich gerade, was das für ein Städtchen ist. Sind natürlich nicht wirklich angeschrieben, wenn man nicht anhält. Ja, ist ja egal, ist ja ein schönes Städtchen. Die Städtchen sind eigentlich alle schön. Schön ist vor allem, wie die alle wachsen. Selbst eben Oberböser. Oberböser haben wir ja völlig stiefmütterlich behandelt, von wegen, dass wir da eben keine Nahrung etc. hin chauffieren, weil wir nicht wollen, dass das ein riesen Moloch wird. Und wir haben es auch nicht gemacht mit der Nahrung etc., nur irgendwie eine Buslinie. Und trotzdem, das ist ja ein Megastädtchen mittlerweile. Wie sie da ins Tal runtergebaut haben, wow. So, längeres Tunnel. Er geht aber runter mit dem Tempo. Okay. Ist hier vorne schon wieder Espenhain? Wahrscheinlich ja. Oder er muss... Ah, nee, wisst ihr was? Hier vorne ist eigentlich noch nicht Espenhain. Hallo IC? Aber wahrscheinlich war das Signal hier rot. Weil jetzt nimmt er wieder Fahrt auf. Ja, ja. Da ist ein TGV oder ein anderes Fahrzeug von dieser Linie da vorne noch im Bereich drin gewesen, das blockiert wurde. Deswegen muss er hier so runter. Das heißt, wir haben vielleicht ein oder anderen TGV zu viel. Das, ja, wobei, nee, das stimmt so nicht. Die haben sich halt auch noch nicht richtig verteilen können. Wir sind ja im Moment sozusagen auf der ersten Umdrehung hier um die Strecke rum. Ja, und jetzt haben wir hier rot. Genau. Ja, die sind ja erst gerade alle aus dem Depot rausgekommen. Also ein bisschen, ja, spatzig müssen wir denen geben, dass sie ein bisschen Zeit haben, um sich zu verteilen. Das werden sie dann mit Sicherheit auch vernünftig machen. Und ja, was sind es denn? 7 Züge vielleicht pro Linie? Und die Linie ist ja schon ellenlang. Also die ist im Prinzip, ja, fast dreimal die Map entlang. Wenn man da die zwei Seiten nimmt, das ist zweimal. Und die beiden, ja, Querseiten sozusagen, das ergibt dann nochmal ungefähr eine Länge. Und dann haben wir eben 3 von denen.
Oder ist da vorne irgendwie ein Zugunglück passiert? Lass uns doch mal schnell... Ach, jetzt fährt er los. Okay. Ich wollte gerade gucken gehen. Jetzt können wir sehen, was hier vorne ist. Also warum es hier ein bisschen Stau gab, werden wir gleich rausfinden. Wahrscheinlich doch ein Bahnhof oder was war. Oder vielleicht halt weiter vorne sogar noch. Das kann sich natürlich... Hallo IC. Kann sich natürlich sogar weiter ziehen ein bisschen. Ach, das ist ja die Brücke, die über den Bahnhof rüberführt. Genau, also weiter ziehen in dem Sinne, dass wir irgendwie beim nächsten Bahnhof in Espenhain eben ein bisschen Stau hatten und dass jetzt so nach und nach da reingefiltert wird mit den Zügen, also dass man nach und nach reinkommt. Das kann natürlich auch sein, dass wir den Stau gar nicht hier hatten. Na, mal gucken, wie wir jetzt fahren können. Das ist noch nicht die Killerbrücke. Nee. Das könnte aber sein, dass die dann nach dem Tunnel da vorne kommt. Das weiß ich jetzt definitiv nicht. Ich weiß aber, dass da noch mal ein IC kommt. Den nehmen wir mal schweigend mit. Ja, das ist aber schon vom Sound her einfach nur cool. So, einmal hier rüber. Da unten links die andere Strecke. Genau, das ist der Bereich, den wir noch mal bauen mussten, weil wir die 300 nicht hatten. Wenn man jetzt sieht, er bremst halt sowieso, weil hier vorne kommt natürlich die Flying Junction. Also das hätten wir uns tatsächlich eigentlich auch in die Richtung schenken können. Aber ich denke mal, das schadet nicht, dass wir das nochmal gemacht haben. Ganz einfach deswegen, weil wir sind nicht schuld, wenn er die 300 nicht erreicht. Das liegt dann tatsächlich eher, ja, am Zug selber. So, Flying Junction ist das hier. Die hat nur mit 120 funktioniert. In den Kommentaren stand noch, die kann man schon updaten. Ja, das haben wir gemacht. Und dann hat man diese Erdaufschüttung auf den Gleisen. Das kann sie dann doch nicht sein. Oh, ein Startloch Kiss der Westbahn. Sehr nett. Und hier gleich wieder ein IC, beziehungsweise wieder ein Rennvieh. Erkennt man relativ einfach an der Lackierung. So, jetzt mal gucken, ob hier jemand einsteigt. Wir fahren mal bis zum Ende mit. Der Zug hier nebenan. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, der ist vielleicht ein bisschen zu lang für den Bahnhof, aber die Leute sind da trotzdem rübergelatscht. Ja, schaut mal. 8 Leute. Sehr cool. Gleich wieder einsteigen, weil ich möchte hier über den Bahnübergang fahren. Beziehungsweise gucken, wie das hier aussieht, wenn man hier rüberdüst. Ja, der Letzte bringt sich da gerade noch in Sicherheit. Ui, und der Kollege da, der Arbeiter auch. Und gleich nochmal. Ein Kiss der Westbahn. Sehr schön. Ich mag belebte Strecken. Und das hier ist eigentlich eh schon eine relativ belebte. Nochmal Rennvieh. Okay. Und jetzt müsste er eigentlich nochmal ordentlich Gas geben können. Es geht nach Gerde. Ah ja, genau. Hier vorne dieses schöne lange Depot. Genau deswegen mag ich diese Depots auch sehr. Guck mal, das sieht doch einfach cool aus. Ist doch einfach keine Frage. Also von den Teilen könnte man wirklich noch mehr hinstellen. Kein Ding. Machen wir vielleicht mal noch. Einfach der Optik zuliebe. Machen wir mal eine Depotstrecke, wo links und rechts einfach alles zugenagelt ist mit Depots. Nee, macht nicht viel Sinn. Aber irgendwie eben diese Backsteinteile, ich liebe die. Das sieht so dermaßen gleich wieder nach Eisenbahn aus, wenn man das sieht. Einfach nett. Da hinten ein Bauernhof. Auch schön. Hat was Idyllisches. Und hier kommt, jawohl, ein ICE mit ordentlich Tempo. Während wir eben auch gerade wieder Tempo aufnehmen. Ja, aber gemächlich. Also wir nehmen gemächlich Tempo auf. Hier unten haben wir stockenden Verkehr. Weiß nicht, wo die hinwollen. Keine Ahnung, was da rechts ist. Irgendwas wird da sein. Weil sonst würden nicht alle dahin wollen. Leute, nehmt den Zug. Wir bauen so viele Strecken. Ihr kommt bestimmt mit dem Zug auch an euer Ziel, ob es nun der Arbeitsplatz ist oder ein Geschäft oder eure Wohnung. Also das müsste eigentlich funktionieren, dass ihr auch wirklich mit den Zügen fahren könnt. Da vorne geht es wieder in die Röhre rein. Und irgendwie die Killerbrücke, die ist doch noch nicht hier. Weiß ich jetzt tatsächlich auswendig, wo die ist. Die ist irgendwo bei Zürich. Aber durch Zürich durch kommen wir gar nicht. Von daher schwierig zu sagen. Da vorne ein Flugzeug, das ist wieder ein Indiz dafür, dass dort wahrscheinlich eine Metropole ist. Mal schauen. Nochmal eine Röhre. Mit 246 km/h düsen wir hier durch. Aus der Röhre raus in die nächste rein.
Der Sound ist ja tatsächlich interessant. Man hört im Prinzip nur das Rattern der Schienen, also der Räder, die auf den Schienen sind. Ansonsten, und das, was wir jetzt hören, das ist ein Flugzeug. Das zählt nicht, das ist nicht der Zug gewesen. Oh, hier, Killerbrücke, genau. Hier geht's rauf. Mit 280 Sachen. Hier über den See rüber. Cool. Da sollten wir auf der linken Seite auch nochmal irgendwie etwas machen. Weil das sieht eigentlich relativ nett aus mit diesen zwei Steinbrücken, die hier parallel sind. Da müsste eine dritte noch hin, da auf der linken Seite. Müssen wir mal gucken, dass man vielleicht einen Güterzug oder so darüber jagt. Hier auf der rechten Seite, oh Bäume, die muss ich ja noch wegnehmen, stimmt. Diesmal denke ich dran. Dass wir hier auf der rechten Seite die Schnellzüge haben, IC und Co. Und auf der linken Seite sind dann halt die Güterzüge unterwegs. Halt natürlich entsprechend langsamer, dafür relativ monumental. In den Kommentaren stand eh gerade noch die Frage, ob wir denn wieder so einen Kilometer langen Zug machen. Ich würde mal sagen, ja. Also so einen langen Güterzug. Definitiv. Braucht man auf jeder Anlage. So, hier über die, genau, monumentale, fette Brücke rüber. Hier haben wir ja eine andere Brücke mal genommen, dass wir nicht immer diese Schnellzugbrücke verwenden. Und die passt halt relativ gut hier ein bisschen so in den Berg rein. Oder Hügel meinetwegen. 2,98. Schau an. Ich glaube, wir packen die 300 tatsächlich nochmal. Ne, jetzt bremst er auch bei 2,99. Das scheint so. Scheint so. Ein bisschen in Mode zu sein, dass man hier den Herrn Heisenberg fast schon ein bisschen anfixt, von wegen gleich haben wir die 300 und dann im letzten Moment bei 2,99 sozusagen den Schirm zumacht und einfach wieder runterbremsen muss. Schön hier die Güterzugbrücke, da vorne Lufthansa Lokomotive und hier auch wieder cool ein Depot mittendrin. Und jetzt haben wir halt wieder rot, wobei, nee, jetzt hat es gerade umgeschaltet. Da vorne ist gerade der andere, der orange TGV rausgefahren. Deswegen haben wir jetzt hier freie Bahn. Das ist natürlich tatsächlich gar nicht mal so schlecht von der Taktung her. Also groß Wartezeiten hat man nicht. Die eine, würde ich sagen, die ist tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass die alle erst aus dem Depot rauskamen und sich noch gar nicht verteilen konnten. Das werden sie jetzt aber nach und nach machen. So. Schnell gucken, wie viele Leute einsteigen. Wir fahren aber noch bis zum Ende mit. So, oder... Ja, doch, wir fahren bis zum Ende mit. Also, beziehungsweise bis wir stehen. Zack, okay. Mal schnell raus und gucken. Ah, da steigen tatsächlich nochmal Leute ein. Sehr schön. Mal gucken, wie der hier rauskommt. Wie das so aussieht, wenn er sich in Gang setzt. Sehr nett. Okay, wir steigen wieder ein. Ich möchte nichts verpassen. Genau, weil jetzt geht es hier rechts. Eingleisig noch. Ja, genau, auf den Damm rauf. Hier rüber. Und da hinten dann, ich glaube, ans Gleis ran, das hier unten durchführt, wenn ich mich nicht täusche. Schade, dass hier gar keiner kommt, aber ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, leider. Einer der blödsten Sprüche, die es gibt, aber er stimmt halt leider. Doch, meistens. So, hier sind wohl der zweigleisig unterwegs und hier steht kein IC. Sehr gut, weil eben das heißt, dass wir wahrscheinlich über kurz oder lang hier die Staus beseitigt haben. Und dass die mehr oder weniger wirklich frei fahren können. Hat ja auch keine massive Bremse drin, dass hier irgendeiner noch mit 200 rumrödelt, während der Rest irgendwie halt dann doch in Richtung 300 geht. Von daher sollte das hier halbwegs flüssig laufen. Hallöchen. Cool. Jetzt muss ich aber dran denken, dass wir da unten, das kann man sich ja relativ einfach merken, da unten bei der Killerbrücke müssen wir noch Bäumchen entfernen. So, weil das sieht definitiv nicht gut aus. Irgendwas anderes war doch auch noch. Bei der ICE-Streckenbefahrung ist mir doch noch was anderes aufgefallen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das war, naja, vielleicht fahren wir jetzt auch noch dran vorbei. Dann werde ich es rausfinden, dann kann ich das noch ändern. Und sonst, wenn wir es jetzt nicht sehen, dann kann es auch nicht so massiv gestört haben. Von daher müsste das dann auch passen. So, mit 200 Sachen hier am Städtchen vorbei. Einmal hier rüber. Dann hier durch dieses, ja, selber geschaufelte Tal durch. Und wieder auf eine Brücke rauf. Und rechts, ja, da ist die Map fertig. Genau, das weiß ich noch, als wir das gebaut haben. Da ist halt Feierabend mit der Map. Ich würde mal sagen, wir haben den ganzen Platz ausgenutzt. Das sollte man eigentlich auch.
wenn man schon so eine große Anlage hat. Also groß im Sinne von, das ist eben die größte Map, die man laden kann. Zumindest ohne eine Mod. Oh, und hier auch. Genau, das. Oh, da fällt mir gerade ein. In den Kommentaren stand noch, dass hier die Frachtflugzeuge durch die Brücke durchfliegen. Hallo ICE. Da unten der Güterbahnhof Maschen in Hamburg. Der hier ist. Und jetzt kommt halt gerade kein Flugzeug, dann sehen wir es nicht. Aber hier unten rechts sehen wir den Güterflughafen von Hamburg. Und anscheinend beim Landen fliegen die hier durch. Ich frage mich nur, was man da machen soll, weil das ist natürlich relativ blöd. Flughafen weg oder diese Brücke weg. Beides nicht wirklich ideal. Die Brücke tiefer legen. Ja, das kann man auch mit Brücken. Dazu braucht man nicht mal ein Auto. Die Brücke tiefer legen, dass sie eben flacher rüber geht. Geht eigentlich auch nicht, weil das sieht dann aber nicht gut aus. Dann haben wir so ein Rauf und Runter da hinten. Also wir gehen dann runter beim Flughafen, damit die Flugzeuge rüber können. Und hier müssen wir wieder rauf. Zudem, die Flugzeuge landen da. Also die haben da eh schon eine geringe Höhe. Das heißt, das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, dass wir die Brücke tiefer legen. Ja, wir müssen mal gucken. Sind wir? Tatsächlich, wir sind ja eh schon wieder da. Schau an, das habe ich jetzt eigentlich völlig verdattelt. Wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Und wir haben rot, weil da wieder noch irgendeiner im Weg ist. Nee, wir können wieder fahren. Das hier ist das Depotgleis, das hier durchgeht. Jetzt ab zu den Bäumen da hinten, damit die wegkommen, sonst vergesse ich es nämlich tatsächlich nochmal. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese Bäume von der Straße her sind. Das wird dann schwierig, da müssen wir die Straße dort ersetzen. Weil ich kann nicht Bäume ersetzen, die Teil der Straße sind. Das geht natürlich nicht. So, Renfie. Und wir sind wieder in Heisenberg City Airport Bahnhof unterirdisch. Über uns findet der Flugverkehr statt. Zumindest ein bisschen links von hier. Und wir warten, bis wir stehen. Und trara. Abgeschlossen, diese Strecke. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, diese Killerbrücke, die müsste eigentlich relativ einfach zu finden sein. Das war hier. Und dann hatten wir hier Bäumchen. Und ja, ich habe es befürchtet. Genau, das ist die Straße, die diese Bäumchen hat. Wir kappen das mal schnell. So, gucken, dass wir da die Brücke nicht erwischen. Und dann machen wir halt hier irgendwie, keine Ahnung, eine gängige Straße hin. Das sieht vielleicht nicht ganz so ideal aus. Verhindert aber, dass wir da einen Baum im Weg haben. Na, da haben wir ja auch Bäumchen. Guck mal, die sind aber ein bisschen kleiner. Das passt schon. Ich weiß, es ist eine andere Straße. Aber das fällt so gar nicht mal groß auf, denke ich. Was aber sicherlich auffällt, ist, dass wenn man hier rüberdüst, dass man eben keine Bäume im Weg hat. Okay. Schnell hier hinten in Hamburg gucken. Vielleicht kommt hier gerade ein Flugzeug daher. Also ich habe ja gesagt, ja, da kommt gerade eins. Guck mal, jetzt können wir mal schauen, was das Flugzeug macht. Passt das hier durch? Also ich sage nein. Wahrscheinlich wird es mit den Flügeln die Pfeiler... Jawohl, und wie die Pfeiler da kaschiert werden. Aber eben, was sollen wir da machen? Ich würde das so lassen. Weil es wäre schade um die Brücke, um diese schöne ICE-Strecke. Und hier hinten beim Flughafen möchte ich eigentlich auch nicht allzu viel ändern, weil der eigentlich auch cool ist. Da können wir gar nichts machen. Wenn wir hier die Brücke runterziehen, ich habe einfach das Gefühl, das sieht nicht gut aus. Und das hier, ja, hier oben, guck mal, der ICE halt wirklich, oder ist es wieder Kollege Renfie? Das ist ein Renfie. Dass der hier so, ja, in ordentlicher Höhe rüberdüst, das finde ich eben schon relativ cool. Das sieht relativ modern aus, von daher gefällt mir das relativ gut. So, was jetzt machen? Bäumchen haben wir, das passt. Ich würde gerne mal wieder nach Paris. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, wir waren aber auch schon lange nicht mehr in Dresden, wir waren schon lange nicht mehr in Lüttich, ist mir klar. Aber jetzt, was war das denn da mit dem Flugzeug? Da ist es. Okay, ist auch relativ tief, aber das passt noch. Schnell gucken hier. Das ist alles soweit okay im Bereich dessen, was man akzeptieren kann. Das hier, also Paris-Lüttich, guter Fähre. Ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ist nicht so, dass wir hier 400 Leute haben. Das heißt, der Flughafen. Nee, das ist ein Bahnhof. Der Bahnhof funktioniert soweit. Jetzt möchte ich hier eben mal gucken, was wir noch frei haben an Gleisen. Die hier. Hier hinten ist auch nichts. Okay, dann wird die nächste Strecke sein, so dass wir hier im Prinzip den Bahnhof fast fertig kriegen. Dass wir hier lang gehen. Was macht das Gleis? Das geht dann hier vorne in diese grüne Linie rein. Okay, dass wir hier lang düsen. Und dann düsen wir nach. Weißwasser haben wir schon.
Ja, zum Beispiel nach Schleid oder vielleicht noch cooler, noch ein bisschen weiter, hier nach Ladelund rein, in diesen Bahnhof. Dass wir von hier nach Paris düsen, hier vorne wie gesagt dann eben entsprechend in dieses Gleis rein, gibt sicher auch eher einen schnellen Zug. Ah, ist schon ein cooler Bahnhof. Gefällt mir, ich mag eben auch einfach, dass der, ja, dass es ein Hochbahnhof ist hier, über allem drüber. Das ist auch einfach relativ nett. In die Richtung werden wir dann auch bauen. Da müssen wir gucken, wo wir dann hingehen. Ich würde mal sagen, hier einfach geradeaus. Vielleicht sogar nachher hinten. Was haben wir hier? Gerde haben wir da. Da haben wir sicher noch irgendwo ein Gleis frei. Mal gucken. Ja, eins. Weil die hier den gleichen Weg haben. Das ist ganz klar. Das ist die ICT-Linie. Die muss das gleiche Gleis nehmen. Dann hätten wir das Gleis frei. Das würde doch klappen. Und dann nehmen wir hier einen Teil der Gleise mit. Und den Rest, den bauen wir dann neu. So, gut. Dann würde ich sagen, welche Richtung fangen wir denn an? Nach hier oder nach da? Ich würde mal sagen, wir düsen zuerst mal nach hier hinten. Hier sind unterwegs... Aha, der Railjet. Nicht, die sind nicht, der ist hier unterwegs. Da können wir aber schon in die Gleise rein. Lass mich mal schnell gucken, nochmal wegen der Linie. Na, hier rauskommen, hier rein und dann hier zum Beispiel das Ganze verlassen. Oder dass wir gucken, dass wir hier unten hinkommen. Dass wir hier oben, ne, da müssen wir hier zu viel kappen. Aber hier rüber und vielleicht hier in diese Gleise rein. Ne, das geht nicht, die gehen dann da nach Weißwasser rein. Also müssen wir über diese Gleise rüber, nach hier. Je nachdem vielleicht sogar schon hier auf die Seite, damit uns da dann Schleid nicht in den Weg kommt. Dann hätten wir nämlich freie Bahn nach Ladelund, nach Lila Lummerland. Ja, machen wir so. Ich werde hier gleich mal ein Gleis nehmen. Wir werden das jetzt natürlich heute nicht mehr fertig bauen, aber wir haben ja schon einiges gemacht heute. Von daher werden wir jetzt einfach mal den Anfang machen, dass wir sozusagen noch wissen, was wir hier wollten. Das wird dann auf eine Brücke führen, das ist auch richtig, weil dann können wir hier nämlich über die Gleise rüber und da hinten dann im Prinzip andocken. Machen wir das mal so. Okay, und dann machen wir das hier so. Beziehungsweise das muss ich ja von hier her nehmen, damit das wirklich funktioniert. Gefällt mir aber nicht. Nein, das ist nicht schön. Moment. Nochmal testen. Geht nicht. Okay, bis hier hin geht's. Und dann, wie sieht das aus? Das gefällt mir nicht. Das ist irgendwie unschön. Warum ist das jetzt unschön? Moment. Ja. Ja, irgendwie, das dockt auch nicht an. Guck mal, das ist ein bisschen höher. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich glaube, die Gleise hier, die sind nicht angelegt. Nicht richtig. Deswegen wird das hier so ein bisschen... Ja, das ist einfach von krumm nach schief. Ich mache mal kurz eine Pause. Dann kann ich das nämlich kurz kappen. So, dann machen wir das nochmal, dass das richtig angelegt ist. So, hier zack zusammenhängen. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren, dass das ein bisschen nach was aussieht. So, also mal diesen hier. Dann den nehmen. Und hier rein. Und schon passt. Sehr gut. Jetzt habe ich aber hier, glaube ich, noch ein Signal gekappt. Mal gucken. Da sind zwei. Hier ist eins. Ja, da könnte man schon eigentlich hier noch eins hinmachen. Habe ich da auch gekappt? Nein. Hat man hier einfach ein Blocksignal. Wobei, nee, Blödsinn. Jetzt haben wir hier eine abgehende Strecke. Das heißt, das Signal muss definitiv hier hin. Das andere kommt hier hin. Dann stehen wir hier je nachdem ein bisschen auf der Straße. Das ist aber okay. Dann ist da vorne das Gegensignal. Und hier sind wir ja noch nicht weitergekommen. Das machen wir dann morgen in der nächsten Folge. Hier eine Brücke, da in die Gleise rein. Gut, können wir da laufen lassen. Weil die haben ihre Gleise zurück. Und ich würde sagen, ja, war eine coole Folge, weil dieses Mitfahren halt natürlich auch immer einfach Spaß macht. Und dann hoffe ich, euch hat es auch gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Zeit, selber Ort, hier bei Heisenberg Zockt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.